Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Es sind eigentlich immer noch TLR-Wochen, aber weil ich so oft mittlerweile die Fragen gekriegt habe, du sag mal, was hat das denn eigentlich mit dieser Fresnel-Linse zu tun? Und auch den Hinweis darauf, dass das gar nicht Fresnel-Linse heißt, sondern der Erfinder der Fresnel-Linse, der war Franzose. Und somit müsste das dann eigentlich, glaube ich, Lent du Fresnel heißen. Also es heißt eigentlich Fresnel-Linse ohne S. Ich habe das aber, keine Ahnung, es hat sich bei mir so festgefressen. Wahrscheinlich werde ich auch in diesem Video noch tausendmal Fresnel-Linse sagen, obwohl da nichts gefressen wird. Also die Fresnel-Linse, was machst du denn damit eigentlich? Wie kriegt man das da rein und warum und überhaupt? Und hast du nicht gesehen? Und dann habe ich gesagt, da schiebe ich dieses Video einfach mal zwischen und zeige euch mal, was ich mache, wie ich das mache und wo ich das so herkriege. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend. Ja, bevor wir da loslegen, gucken wir uns erstmal an, was ist überhaupt so ein Fresnel? Also, was macht das? Wie kommt das zustande? Wo kommt das her? Gucken wir uns also das als erstes mal an. Die Fresnel-Linse oder genauer Fresnelsche Stufenlinse wurde 1822 vom französischen Physiker Augustin Jean Fresnel entwickelt. Sie nutzt das Prinzip, dass die Krümmung, die man sonst bei Linsen hat, in diesem Fall durch viele konzentrische Kreise, die in die Linsenoberfläche eingeschliffen werden oder mit ihr gegossen werden, ersetzt werden. Und dadurch sinkt die Dicke und das Gewicht und auch die Größe der Linse. Das Funktionsprinzip wurde schon 1748 entdeckt und zwar von Georges-Louis Leclerc de Buffon, auch ein Franzose. Verwendet hat man es dann erst später, und zwar kommen die Fresnel-Linsen im Großen und Ganzen ursprünglich aus der professionellen Leuchttürmerei. Da musste man das Licht ja sehr weit sichtbar machen und von so her bündeln, damit man es weit sehen kann, weil die Leuchtstärke der verwendbaren Lampen natürlich begrenzt ist. Ja, da hilft so eine Linse dann extrem, das Ganze zu bündeln. Im Großen und Ganzen hatten die Dinger so zwischen 150 und 1000 mm Brennweite. Ja, und da das Ganze relativ groß sein musste, hätte da eine Glaslinse mit üblicher Konstruktion den Turm wahrscheinlich schnell zum Einsturz gebracht. Also waren Fresnel-Linsen dann eine tolle Möglichkeit. Und die sind auch heute noch rund um uns im Einsatz. Also zum Beispiel findet man Fresnel-Linsen nicht nur in der Fotografie, wo sie auch heute noch in Mattscheiben verwendet werden, sondern zum Beispiel in diesen Sensoren für Bewegungsmelder an Lampen. Auch wenn die nicht im sichtbaren Bereich arbeiten, aber das Funktionsprinzip ist ja da dasselbe. Bei Projektoren, egal welcher Art, bei Solarzellen, wenn das Licht auf möglichst kleine Elemente konzentriert werden soll, und auch bei Rundumleuchten oder bei Autorücklichtern, da werden ganz oft so ringförmige Linsen eingeschliffen in das Glas oder eingepresst. Und das sind dann alles Fresnel-Linsen. Für uns bei der Aufwertung von Suchern ist die Eigenschaft der Fresnel-Linse wichtig, dass sie das Licht quasi aus dem Randbereichen in die Mitte umleitet. Was heißt das für uns? Das Bild in den Ecken und an den Rändern von so einem Sucher wird einfach heller, weil das Licht da eingesammelt wird und konzentriert wird. Das würde am besten funktionieren, wenn das vorher passieren würde, bevor das Bild auf die Mattscheibe projiziert wird. Da aber die Mattscheibe genau an dem Punkt angebaut ist, wo auch die Schärfeebene liegt, wäre, wenn man diese Position verändert, also eine Fresnel-Linse drunter baut, die Geschichte, die, dass der Fokus nicht mehr stimmen würde, empfiehlt sich also nicht, wenn man nicht die Möglichkeit hat, da an der Auflagefläche der Kamera zu arbeiten. Deswegen mache ich das bei meinen Umbauten immer so, dass ich die oben drauf lege. Das ist ein bisschen weniger effizient, aber reicht immer noch aus für ein bis zwei Blendenstufen. Sieht man hier an meiner Großformatkamera ganz gut.
Grundsätzlich funktioniert die Fresnel-Linse im Prinzip wie eine Lupe, wie ein Brennglas. Sie konzentriert das Licht in ihrer Brennweite. Und wenn man sie aber unmittelbar auf eine Fläche legt, dann findet halt keine Vergrößerung mehr statt, sodass das Bild dann immer noch 1:1 ist. So, nachdem jetzt also die technischen Eigenheiten von so einem Ding geklärt sind und wir wissen, was das für uns tun kann, dann gucken wir uns mal an, wie wir das jetzt in zum Beispiel so eine TLR-Kamera reinbekommen. Ich habe ja schon in den Videos von zwei verschiedenen Varianten gesprochen, die ich da nutze. Bei den günstigen Kameras, da kommt es mir nicht wirklich darauf an, dass der gesamte Sucher vor allen Dingen unten am Rand unheimlich hell ist. Es ist ja nicht so, dass das Bild da verschwindet, sondern da ist mir einfach eine günstige Lösung und vor allen Dingen wenig Müllproduktion relativ wichtig. Wie ihr das dann handhabt, das könnt ihr selber entscheiden. Ich stelle euch mal alle Varianten vor und dazu habe ich hier schon mal eine ganze Menge Fresnel-Linsen besorgt, die ich hier auch verwende. Die einfachste Variante ist diese hier. Das müsste eigentlich funktionieren. Das sind kleine, ich sag mal, scheckkartengroße Fresnel-Linsen, die man im 10er-Pack kaufen kann. Da kostet so ein 10er-Pack dann irgendwie, ich glaube, 5,99 oder 4,99 oder irgendwie sowas um den Dreh. Das heißt, man ist dann definitiv pro Kamera unter einem Euro mit der Linse weg. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal verschneidet oder vermisst. Das funktioniert dann ganz gut. Also, das ist die günstigste Variante. Die sind so, naja, Pi mal Daumen, 5 cm ist der Fresnel-Bereich hier groß. Und da kommt man eigentlich ganz gut mit hin. Ja, dann gibt es die nächste Variante. Das ist dann schon ein bisschen kostspieliger. Das ist diese Größe hier, die verwende ich auch bei meinen 4x5 Kameras. Die deckt das ziemlich genau ab. Also nicht ganz, es ist 9x12, glaube ich, was hier abgedeckt wird von Fresnel. Funktioniert ganz hervorragend. Die kosten dann aber auch so um die, na, ich sag mal, 4,99 bis 7,99 pro Stück. Auch kein wirkliches Geld. Und es gibt noch eine Zwischengröße, die ich für die etwas hochwertigeren TLRs verwende. Das ist dann, muss ich mal die Hülle hier festhalten, dieses Format hier. Die sind leider etwas schmaler als die Variante, die wir hier haben. Aber dafür sind sie länger. Der Nachteil ist, dass die ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, milchiger sind. Und von so her bringt die ein bisschen mehr Lichtausbeute. Aber die hier kosten so um die 2,99 pro Stück. Und da hat man halt relativ viel Verschnitt, weil man ja da nur ein maximal 6x6 großes Stückchen rausschneidet. Und dann bleibt der Rest quasi als Müll über, es sei denn, man hat irgendwo noch Verwendung für die Vergrößerungsfunktion. Die funktioniert in den Randbereichen ja auch. Ja, jetzt wissen wir also, wo wir das Zeug herkriegen und gucken wir uns als nächstes mal an, wie man es dann schlussendlich einbaut. Dazu gehen wir mal rüber an den analogen Schnittplatz. Was wir zunächst mal machen müssen, ist eine korrekte Maßnahme. Das kann man ganz einfach mit einem Lineal machen, was man drüber legt. Und dann weiß, oh, wir brauchen hier 5,4 mal, wird etwas schwieriger. So. Ja, auch hier sind es 5,6 mm. Gucken wir nochmal in der Breite. 5,4 auf 5,6 haben wir also als Maß. Ja, man kann natürlich auch eleganter hier mit so einem Innenmessgerät das Ganze ausmessen, muss allerdings dann da beachten, dass man noch ein bisschen Rand hat. Wenn man eine Kamera hat, wo man den
Lichtschachtsucher abbauen kann, ist das natürlich noch viel präziser. So, wir haben hier ein Maß von 5,3. Naja, gut, 5,4 hatte ich gesagt. Auch 5,3. Also machen wir das Ganze mal 5,4 mal 5,4. So, das Ganze richtig aus auf der Mittellinie. So, wenn ich das ausgerichtet habe, dann kann ich mir das hier kurz fixieren. So, wir hatten gesagt, 5,4 sind also 2,5 und die 4 teilen 2,7. Wir müssen hier unten mal ein bisschen die Skala freischneiden, die brauche ich nämlich. 20 ist unsere Mittellinie. Und dann gehe ich 1, 2, 2,5, 2,7, also 22,7. Und auf der anderen Seite 18, 5, 7, 18, 5, 7. Das fixiere ich mir hier noch mal so ein bisschen. Und dann habe ich von der Mittellinie, 36 in dem Fall, dann habe ich davon 1, 2, 2, 2,5 und 2,7. Und dasselbe machen wir nach oben. 36, 37, 5 und 7. Und da das relativ dünnes Material ist, sollten wir jetzt hier eine perfekt ausgeschnittene Fresnel-Linse haben. Ja, kann man, glaube ich, hier im Display
ganz gut sehen. Und dann lassen wir das Ganze eigentlich nur noch hier reinfallen. Drücken das ein bisschen zurecht. Ja, und dann haben wir hier mit der glatten Seite nach oben die Fresnelscheibe drin. Und das Ergebnis, das gucken wir uns jetzt mal an. Im Großen und Ganzen war es das. So einfach und so günstig ist das, seinen Lichtschachtsucher nicht nur bei TLRs ein bisschen aufzuwerten. Anderthalb bis zwei Blendenstufen bringt das mit Sicherheit und vor allen Dingen in den Ecken wird es wesentlich heller. Ich mag das Ganze. Es gibt bessere Lösungen, ganz klar. Die Fresnels würden wesentlich besser funktionieren, wenn die unter der Mattscheibe wären, aber dann verstellen sie eben die gesamte Fokusgeschichte, dann stimmt der Fokus nicht mehr. Und da muss man dann justieren, das ist wesentlich aufwendiger und sie sind dann auch nicht mehr einfach entfernbar. Ich finde das immer ganz charmant, wenn man die auch im Zweifelsfall rausnehmen kann, falls mich diese konzentrischen Kreise da eben stören. Ich finde, das ist eine sehr günstige, sehr gute Möglichkeit, da was zu machen. Und von so her würde ich euch das tatsächlich voll und ganz empfehlen können. Probiert das mal aus, ist keine große Investition. Und dann schreibt ihr mal unten in den Kommentaren, ob euch das Ergebnis gefallen hat oder ob euch die Linien stören oder. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und nächstes Mal gibt es wieder eine Kameravorstellung. Bis dahin, habt Spaß, schießt Film und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.